So, da sind wir wieder. Wir haben eine bestätigte Waschanlage, wie ich gerade sehe. Ja, erstmal will ich hier die Erde noch loswerden und dann werden wir den Bagger hier, den schönen, einpacken und den anderen kaufen. So schaut es nämlich aus. Wenn wir jetzt schon das Geld ausgeliehen haben von der Bank, dann können wir das auch ausgeben. So, ich würde gerne umschalten zu fahren und Licht ausmachen. Jetzt den da zurückfahren oder wie funktioniert das? Erstmal ganz kurz noch hier die Anlage ausschalten, weil sonst braucht die ja weiterhin. Also hier haben wir Stopp in den Jeep möchte ich. Den Jeep machen wir hier noch aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es funktioniert, ob ich den Bagger jetzt. Und bevor wir jetzt mit dem Bagger darüber fahren, fahre ich lieber kurz mit dem Jeep. Wo ist er denn? Da. Mit dem Jeep zum Gerätehandel. Zum Baumaschinenhandel. Und schau, wie das funktioniert mit dem Baggertausch. Der Baggertausch, genau. Kommt gleich wieder der Wolf. Jetzt. Diesmal hat er gar nicht geheult. Interessant. Oder ich habe es nicht gehört. Das kann auch sein. Da steht das gute Stück. Gro 115.000, ich war bei 80.000. Hat er 80.000 gekostet? 16.000. Also ich war bei dem, war ich bei 80.000, dass der kostet, nicht 115.000. Ist ja der Wahnsinn, aber das ändert nichts. Bestelle ich jetzt. Da ist der Transport. Kleinen Bagger. Genau, den kann ich nämlich auf den Lagerplatz schicken. Den großen Bagger kann ich hier kaufen. Kaufen wir den halt. Was ist das? Okay. Der kleine Bagger geht auf den Lagerplatz und der große Bagger geht auf die Parzelle. Maschinen bewegen bitte. Achso. Moment. Ich mach das mal kurz mit der Maus. Großer Bagger, kleiner Bagger. Jawohl. Gut. Kann ich jetzt das auf dem Lagerplatz verkaufen oder wie ist das? Für
vielleicht auf der Parzelle an dem, da wo unser Schrott auch lagert. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Bagger. Dem großen Bagger sollte das alles nochmal ein Stückchen anders laufen. Und dann muss ich gucken, was an der Waschanlage kaputt ist, an der mobilen. Wenn ich jetzt schlau gewesen wäre, hätte ich das gleich in einem Zug machen können. Da steht das gute Ding, das gute Stück. So, da ist nicht der Bagger dabei. Ah, der ist schon mal eine Nummer größer, ja. Das erstmal. Licht an. Fahren wir erstmal tanken. Sowieso auf dem Weg. Wobbel, wobbel. So. Dann schauen wir mal nochmal. Das Auto hierher. Dann muss der Bagger sowieso darüber. Also, vielleicht sollte ich den Zapfhahn noch aus dem Tank nehmen. Sehr gut. Gut aufgepasst, Spiel. Motor an. Abgehen die Fahrt, die wilde. Drei Stunden später. Kurz.
Licht angelassen. Sehr gut. Licht an. Muss ich hier. Jetzt habe ich den Anzeigebug wieder. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich muss ins Auto hinter. Hätte ich auch gleich vom Bagger her machen können. Ja. Nee, muss ich nicht. Jetzt kommt erstmal wieder, ihr kennt das Spiel, speichern. Wir nehmen Save 2. Ja. Und laden. Save 2. Jetzt ist er fertig mit Speichern. Jetzt kann ich nochmal in den Bagger und dann an der Waschanlage gucken, was kaputt ist. Der Motor. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Können wir natürlich nicht weitermachen. Antrieb für mobile Waschanlage. Was ist noch da drin? Ach kommt schon. Ihr hättet euch wenigstens die Mühe machen können, das dann nicht anzeigen zu lassen, wenn es ausgebaut ist. So, damit muss ich kurz ins Auto und in die Stadt. Sonst geht hier gar nichts. Licht beim Bagger angelassen. Das ist schlecht. Wer ist denn das Teil hier jetzt? Antrieb für mobile Waschanlage. Auch eine Rallye der Alaska machen. Ist auch lustig. Zeitrennen. Wir brauchen einen Antrieb für die mobile Waschanlage. Ihr kennt ja mein Motto, wenn ich jetzt eins kaufen muss, dann kaufe ich gleich zwei. Da ist, glaube ich. Nee, das ist nicht. Das darf jetzt sein. Antrieb für mobile Waschanlage. Jawohl. Bin gespannt, was als nächstes kaputt geht. Aber wir haben da kein Problem, da fahren wir fix hierher.
kaufen das. Dann ist das gut. Sieht jetzt schon alt aus. Also den Laternenposten haben sie geschickt hingestellt da. Kann man immer schön dagegen fahren. Einen Antrieb fürs Lager. Marschanlage habe ich da drüben angefangen. Und einen Antrieb brauchen wir für unser unsere Waschanlage. Schalten. Dann können wir gleich noch den Bagger. Mit laufender Waschanlage, das ist herrlich. Schon irgendwie witzig gemacht. So. Dann müssen wir hier noch einschalten. Start. Dann haben wir natürlich wieder den Anzeigebug. Warten bis oben rechts Saving vorbei ist. Saving, Saving.